Willkommen zu meinem Tutorial über Polymorphie und Kombinatoren. Es sollten bereits einfache Typen bekannt sein, schon seit längerem, wie int, float, string oder bool. Und die Typen, die brauche ich jetzt, um Polymorphie zu erklären. Zunächst die Definition mit let. Können Typannotationen bekommen. Zum Beispiel hier let x von Typ int gleich 1. Die muss man nicht hinschreiben. Darauf wäre der Compiler auch selbst gekommen, wenn man das so hinschreibt. Manchmal sind sie für das Verständnis des Codes gut. Wie zum Beispiel jetzt. Ich möchte die Identität definieren. Das ist eine Funktion, die nimmt einfach ein Argument und liefert das gleich als Ergebnis zurück. In diesem Fall soll es mal eine ganze Zahl sein. Das heißt, Identität auf int definiere ich mit einer Typannotation, gegeben ein int, dann ist das Ergebnis ein int. Und wie wird die Funktion definiert? Einfach x wird abgebildet auf x mit fun für function. So, und jetzt kann man diese Funktion auf 2 anwenden, aber nicht auf 2,0. Warum nicht? Weil es eine einfache Regel gibt. Wenn f den Typ s nach t hat und x den Typ s, dann hat f angewandt auf x den Typ t. Das heißt, der Typ, der hier vorne steht, der Typ vom Argument, von dem x, das ist hier s, die müssen übereinstimmen. Und das tun sie halt hier nicht. Die 2.0 ist ein float, erwartet wird aber ein int. Jetzt kann man natürlich eine zweite Funktion schreiben, Identität auf float, eine Typannotation von float nach float. Und da schreibt man dann wieder hin, x wird abgebildet auf x. Und dann hat man eine Identität auf float. Der kann man dann 2.0 sagen. Diese Funktionen, Identität auf float und Identität auf int, die unterscheiden sich wirklich nur im Typ. Das heißt, man könnte sie eigentlich zusammenfassen. Und das ist genau das, was OCaml macht, wenn wir eine Definition wie folgt hinschreiben. Identität ohne Typannotation mit einem Argument. Und das wird gleich zurückgegeben. Dann bekommen wir als Typ von A nach A, wobei A eine neu eingeführte Typvariable ist. Was bedeutet das? Das bedeutet jedes Mal, wenn die Identität verwendet wird, dann darf für das A ein Typ eingesetzt werden. Zum Beispiel int. Identität auf 3 gibt die ganze Zahl 3 zurück. Identität angewandt auf. Identität angewandt auf 3,0 ergibt 3,0. Und das ist ein Float. Man kann auch direkt mit Typannotation die Funktion einschränken, ohne sie anzuwenden. Und das ist genau das, was mit parametrischer Polymorphie gemeint ist. Bei einer Funktionsdefinition werden alle Typen, die bei denen es nicht so drauf ankommt, was sie sind, zu Typvariablen, wie das A hier. Manchmal können auch mehrere entstehen, mehrere Typvariablen, dann hat man ein allgemeineres Schema. Und für jede Typvariable darf bei Anwendung der Funktion eingesetzt werden. Aber natürlich muss dann an allen Stellen im Typ für A das Gleiche eingesetzt werden.
wie schon gesagt, die Typen muss man nicht hinschreiben. OCaml ermittelt immer automatisch den allgemeinsten Typ, der in dem System möglich ist. Man braucht Typannotationen nur, wenn man den Typ einschränken will, so wie hier, oder zur besseren Lesbarkeit in Funktionsdefinitionen. Da kann man das auch machen. Man hätte die Typannotation auch anders machen können in Identität auf Int, so x soll den Typ Int haben, dann macht man die Typannotation nur beim Parameter, das geht natürlich auch. Dann bekommt es den gleichen Typ. Da hat man die Annotation eben nur auf den Parameter gemacht. Also das automatische Ausrechnen der Typen, wie das hier passiert ist, das nennt man Typinferenz. So, zur Polymorphie war das jetzt erstmal alles. Jetzt kommen die Kombinatoren dran. Ein Kombinator ist eine Funktion, die Funktionen als Argumente annehmen kann. Also auch die Identität. Das ist ein Kombinator. Ist ja noch nicht so sonderlich nützlich. Deswegen geht es gleich mit dem nächsten Kombinator weiter. Und das ist die umgedrehte Applikation. Also erstmal, das möchte ich als Infix-Operator schreiben, deswegen erkläre ich nochmal, was ein Infix-Operator ist. 1 plus 1, das ist eine Operation, die zwischen die Argumente geschrieben wird. Das ist das gleiche wie plus in Klammern angewandt auf 1 und 1. Genauso könnte man minus auf 1 und 1 anwenden. Das ist dann 0. Und so wie man aus einem Infix-Operator wie plus einen Präfix-Operator machen kann, mit den Klammern, so kann man auch selbst bestimmte Namen in OCaml in Definitionen so vergeben, dass dann Infix-Operationen daraus werden. Und das mache ich jetzt hier. Das heißt mit Klammern, dann dieses Symbol, das will ich haben, als Infix-Operator, das hier. Und das wird mit den Klammern zu einem Präfix-Operator und den will ich jetzt definieren. Der bekommt zwei Parameter, ein x und ein f. Und der dreht das einfach um und wendet f auf x an. Das ist die umgedrehte Applikation. Jetzt weiß man auch, warum es umgedreht hat, weil hier steht xf und da steht fx. Ausprobieren. Wird verdoppelt zum Beispiel. Das heißt, man schreibt als erstes das Argument hin, 2 und danach die Funktion. X wird abgebildet auf x plus x, dann müsste 4 rauskommen. Und das funktioniert. Wofür ist das gut? Na, eigentlich ist es nur zur Verbesserung der Lesbarkeit in bestimmten Fällen gut. Ich benutze das mal in einer Funktionsdefinition, zum Beispiel foo mit einem Argument x. Und das x wird erst verdoppelt, das heißt mal 2. Hier muss man aufpassen, dass man hier dass man hier Leerzeichen macht, sonst wird das als Kommentaranfang erkannt und das ist nicht gut, das will man nicht haben. Deswegen macht man hier lieber Leerzeichen davor und danach. Okay, ich wollte aber gerade erklären die Vorwärtsapplikation und das hier ist mal angewandt auf 2, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, kann man sich sowas darum rumdenken. X abgebildet auf mal 2x, das ist nämlich genau das gleiche. Und wenn man dann den Präfixoperator wieder infix schreibt,
bekommt man das raus. Also das, was ich eben hingeschrieben habe, war eine Kurzform für das hier. Und das ist eigentlich nur eine Funktion, die man hier rechts schreiben kann. Also erstmal 2, dann plus 1. Ja, hier brauchen wir die Leerzeichen eigentlich nicht. Dann zum Beispiel String of Int und dann Print Endline. Und auf diese Weise bekommt man eben schön strukturierten Code, wo man sagen kann, hier ist das x und das wandert erst in die Funktion, dann in die und dann in die und dann in die. Und nacheinander werden so die Funktionen drauf angewandt. Das ist ein bisschen schöner. Ich schreibe das nochmal hin, wie das aussehen würde, wenn man das mit normaler Applikation hinschreiben würde. Print Endline. String of in plus 1 mal 2 x. Hoppla. So, jetzt das würde man vermutlich infix schreiben. So, so würde das aussehen. Völlig unleserlich. Wenn man das nicht mit dieser umgedrehten Applikation machen würde. Ja, also dafür ist das Ding gut. Mal sehen, ob der Kram überhaupt funktioniert, den ich da geschrieben habe. Foo 2 mal 2 ist 4, plus 1 ist 5, das heißt, er müsste jetzt 5 rausgeben. Yep, genau. Okay, aber das war nur ein kleines Beispiel. So, noch ein Kombinator, die Verkettung. Verkettung, auch ein Infix-Operator. Hier hat man zwei Funktionen, f und g. Kombinator bedeutet ja, dass da Funktionen reinkommen können. Und f und g sollen jetzt mal für Funktionen stehen. Dann ein Argument x. Und was passiert da? F wird auf g von x einfach angewandt. Das ist die Verkettung, wie man sie aus der Schule kennt. Nur in der Schule war es immer so ein Kringel, der so ein bisschen aussieht wie ein kleines O. Und genauso wie man diese Verkettung so rückwärts definieren kann, kann man natürlich auch eine Vorwärtsverkettung definieren, wo dann fgx reinkommt und dann wird erst f angewandt und dann g. Ah, jetzt finde ich aber doch ein bisschen schade, dass die Funktion foo wieder weg ist. Und da ist sie wieder. So. Also, jetzt haben wir hier die Rückwärtsverkettung, Vorwärtsverkettung, die beiden Kombinatoren. Und jetzt möchte ich mal zeigen, was man mit dieser Vorwärtsverkettung zum Beispiel aus dieser Funktionsdefinition machen kann. Man kann sich nämlich den Parameter x dadurch sparen. Und wie macht man das? Ja, man löscht ihn hier, man löscht ihn hier und anstatt dass man die umgedrehte Applikation nimmt, nimmt man die Vorwärtsverkettung. Die Vorwärtsverkettung kann man so lesen. Erst soll diese Funktion angewandt werden, dann soll diese Funktion angewandt werden, dann diese. Und dann diese. Foo2 gibt immer noch 5, obwohl der Parameter x nicht mehr direkt dasteht. Wenn man diese Funktionsdefinition, wenn man die einsetzt und von der alten Definition, bei der alten Definition diese Definition einsetzt, dann wird man sehen, dass das Gleiche rauskommt. Also es sind ganz triviale Gleichheiten, die hier benutzt werden, um den Code anders hinzuschreiben. Also Ziel von Kombinatoren ist es immer, möglichst platzsparend und schön fürs Gehirn Code hinzuschreiben, damit man nicht allzu viel nachdenken muss beim Schreiben. Zusammen mit Rekursion kann man jetzt Kombinatoren für Listen schreiben. Der wichtigste Kombinator ist bei Listen Map.
Was macht Map? Angenommen, wir haben eine Funktion f und eine Liste 1, 2, 3. Dann soll daraus werden f von 1, f von 2, f von 3. Und das soll genau Map machen. Das heißt, das hier hinten soll Map f 1, 2, 3 sein. Und das definiert man primitiv rekursiv. Genau das, was ich im letzten Kapitel erklärt habe. Map wird primitiv rekursiv definiert mit einer Funktion f als zusätzlichen Parameter und dann kommt die Liste. Diesmal mit mehreren Parametern. Fallunterscheidung auf der Liste. Erster Fall leere Liste. Für die leere Liste soll die leere Liste wieder rauskommen. F hat keine Auswirkungen in dem Fall. Wenn x cons x ist, vorliegt, dann muss f auf x angewandt werden. Und Map muss rekursiv auf den Rest der Liste angewandt werden. Genau das ist die Definition von Map. Jetzt zeige ich eine Anwendung zum Testen. Quadrieren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 9, 16, 25, 36. So. Der zweite wichtigste Kombinator ist Fold. Fold ist ein bisschen komplizierter, aber genauso nützlich wie Map. Aber um das zu erklären, erstmal eine Funktion, sagen wir, die alle Elemente einer Liste von ganzen Zahlen zusammen addiert. Nennen wir sie Sum. Dann eine Liste, Fallunterscheidung auf der Liste. Ja, leere Liste. Angenommen, x ist leer, dann sagen wir, es soll 0 rauskommen. Angenommen, wir haben x cons x vorliegen, dann addieren wir x zur Summe vom Rest. Das wird auch funktionieren. Immer diese langweiligen Triviallisten, 1 plus 2 plus 3 ist 6. Funktioniert. Okay, bei dieser Funktion haben wir hier für den Fall der leeren Liste 0 angegeben. Nehmen wir mal an, wir wollen den Wert vorgeben, der an dieser Stelle zutreffen soll. Sagen wir, das ist ein Zustand einer Berechnung und den nennen wir st für state und den machen wir zum Parameter der Funktion. Dann können wir immer vorgeben, wie jetzt das Ergebnis lauten soll, wenn die Eingabeliste leer ist. Da müssen wir natürlich den rekursiven Aufruf auch ändern. Und zwar können wir hier einfach den Zustand reinwerfen. Ausprobieren. 1, 2, 3. Mit 0 müsste wieder 6 rauskommen. Und mit 3 könnte 9 rauskommen. So. Wenn wir das jetzt für Multiplikation auch durchziehen wollten, müssten wir hier anstatt von plus mal schreiben und ansonsten die ganze Definition kopieren. Das ist unpraktisch. Deswegen schreibt man hier lieber erstmal das Plus-Präfix hin. Da muss man das Argument hier klammern, da Applikation immer eine größere Priorität vor Infix-Operatoren hat, musste man das vorher nicht. Und wenn das vorne steht, muss man das zweite Argument eben klammern. Und dieses Plus machen wir dann auch zum Parameter. Also wir sagen dann hier add
Und dann haben wir das zu einem Parameter gemacht. Das muss man beim rekursiven Aufruf natürlich immer mit berücksichtigen. Der muss dann den Parameter auch mit durchschleppen. Jetzt benutzen wir dieses Beispiel nochmal, wo 9 rauskommt und sagen hier, dass der erste Parameter die Addition sein soll. Das funktioniert. Jetzt können wir aber dieses Sum auch noch mit mal benutzen und was ich gesagt habe über die Kommentarzeichen, das äußert sich hier in so einer Warnung. Und jetzt mal richtig mit den Leerzeichen. Und jetzt überprüfen wir das nochmal. 1 mal 2 ist 2, mal 3 ist 6, mal 3 ist 18. Stimmt. Und das, was wir jetzt gemacht haben, das ist genau schon fold. Und zwar genauer foldref. Das benennen wir einfach um. Und statt add sagen wir einfach mal f, weil es kürzer ist. Und damit haben wir den Kombinator foldref. So. Und dieser Kombinator durchläuft die Liste Xs im Prinzip von rechts nach links. Das bedeutet, wenn ich hier eine Funktion angebe für f, brauche ich zwei Parameter, einmal dieses x und einmal so einen Zustand. Und wie kann ich die jetzt verschalten, damit ich die Reihenfolge klar machen kann? Zum Beispiel sage ich einfach x kommt vorne dran an den Zustand. Der Zustand ist dann eine Liste einfach und x ein beliebiger Wert der Liste. Gut, dann muss ich dem foldref noch eine Liste geben und den Anfangszustand. Also was beim Summieren die 0 war, das muss ich dem jetzt reingeben. Da unser Typ jetzt eine Liste ist von ganzen Zahlen, gebe ich einfach mal die leere Liste ein. Und wie wir sehen, kommt die Liste genauso raus, wie wir sie reingegeben haben. Das bedeutet, wir haben sie von rechts nach links durchlaufen. Denn wenn man wie beim Kartenstapel die Liste von links nach rechts durchlaufen hätte, hätte man erst die 1 auf die Liste gelegt, dann die 2 auf die Liste, dann die 3 auf die Liste und dann wäre die Liste umgedreht rausgekommen. Da sie nicht umgedreht rausgekommen ist, zeigt uns das, die Liste wurde von rechts nach links durchlaufen. Erst kam 3 auf die leere Liste, dann 2 vorne dran, dann 1 vorne dran und dann war sie genau richtig. So. Man kann natürlich Fold auch andersrum schreiben. Einfach die Parameter kopieren, Pattern Matching kopieren. Und das Einzige, was sich am rekursiven Aufruf ändert, ist, dass wir nicht erst den rekursiven Aufruf machen und darauf x anwenden, sondern wir machen den rekursiven Aufruf und ändern den Zustand aber vorher. Ist der einzige Unterschied. Und wenn man dann das gleiche Experiment macht, kommt die Liste falsch raus, weil ich hier vergessen habe, fold zu schreiben anstelle von foldref. Und daran sieht man, fold läuft von links nach rechts durch und dann dreht sich die Liste um. Okay, letzter Kombinator für heute ist zipwith.
SIPWITH. Was ist SIPWITH? SIPWITH ist das gleiche wie MAP, nur auf zwei Listen anstelle von einer. Das heißt, wir bekommen wieder ein F, diesmal zwei Listen. Und das Pattern Matching wird anders. Es ist nicht mehr primitive Rekursion auf Listen, sondern Rekursion auf zwei Listen. Match. Und dann machen wir einfach ein Tuppel X ist Y. Und dann müssen wir, dann werden aus den Patterns auch immer Tuppel. Zum Beispiel könnte X ist leer sein. Und dann geben wir einfach die leere Liste zurück. Wir ignorieren sämtliche überstehenden Elemente aus den Listen. Und sagen, dann sind wir einfach fertig, die Liste ist leer. Ansonsten haben wir ja bei den X's vorne ein X und bei den Y's vorne ein Y, wenn keine der Listen leer ist. Dann können wir die Funktion f auf X und Y anwenden und rekursiv zip with f auf X's und Y's anwenden. Also auf die Reste von diesen Listen. Und was ist der Sinn dahinter? Man kann zum Beispiel zwei gleich lange Listen annehmen und für F plus einsetzen und dann addiert man komponentenweise alle Komponenten einer Liste zusammen. So, genug gespeichert. SIPWITH. SIPWITH, das Experiment von eben mit plus 1, 2, 3. 3, 2, 1. Und alles zusammen addiert. Natürlich kann man hier auch sowas hin reinwerfen wie x und y werden abgebildet auf das Tuppel xy. Dann bekommt man eine Liste von Tuppeln zurück. Die hier. Die erste Komponente von der ersten Liste ist 1 und die erste Komponente der zweiten Liste ist 3. Und die taucht dann im Tuppel auf. Und diesen speziellen Anwendungsfall kann man noch SIP nennen zum Beispiel. Ja, und hier sieht man ein kleines Problem von OCaml. Es führt solche komischen Unterstrich-Typ-Variablen ein. Das ist einem Programmierkonzept geschuldet, welches ich noch nicht erklärt habe. Deswegen kann man hier zum Beispiel noch x's dazu schreiben, dann bekommt man die normalen Typvariablen. Und das ist das, was man will. Also falls ihr solche komischen Variablen seht mit Unterstrich vorne, nach dem Hochkomma, dann solltet ihr einen Parameter zur Funktion hinzufügen, damit ihr die gescheiten Typvariablen bekommt. So, und was macht SIP jetzt nochmal? SIP macht einfach aus zwei gleich langen Listen eine Liste von Tuppeln. Komponentenweise zusammen Tuppeln. So, das war es jetzt erstmal zu Polymorphie und Kombinatoren. Merkt euch den Kram, korrigiert die Fehler und benutzt das Wissen und steckt damit alle Java- und C-Sharp-Hacker in die Tasche. Viel Spaß beim Selbstausprobieren und danke fürs Zuschauen.